Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und ja, ihr seht schon, die Fee ist am Blinken. Ich habe die benötigten Rubinen zusammengefarmt und jetzt werden wir das mal kaufen. Eine großartige Sache. So. Und da haben wir gleich ein paar Prüfungen der Feen verfügbar. Oh, ein Sondergegner in den Schatten. Wer hätte das gedacht? Und dann machen wir als nächstes mit der Hauptmission weiter. Oh, wir können nur einen Charakter mitnehmen, egal. Wir nehmen wieder... Das sieht schmackhaft aus. Köstlich. Weil wenn wir ein Level-Up erhalten, werden wir auch gleichzeitig geheilt. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, je mehr wir leveln, desto öfter werden wir zwischendurch immer mal komplett geheilt. Die Gegenmaßnahmen gegen die Verheerung gingen unentwegt voran. Doch die Macht der Versiegelung zeigte kein Anzeichen des Erwachens. Einer letzten Hoffnung folgend, fasste Zelda den Entschluss, an der Quelle der Weisheit zu trainieren. Erst, wer das 17. Lebensjahr vollendet hatte, durfte sich zur Ranell-Spitze und der dort befindlichen Quelle der Weisheit begeben, da allen Jüngeren die nötige Weisheit bislang verwehrt geblieben war. Voller Ungeduld harrte Zelda ihres 17. Geburtstags. An eben jenem Tage jedoch würde auch die Verheerung wiederkehren. König Rohan befahl dem Volk also die Evakuierung und entsandte die vier Titanen, um den Schaden, den die Verheerung bis zu Zeldas Rückkehr anrichten würde, zu minimieren. Ja, das ist eigentlich schon mal ziemlich clever, dass sie wissen, wann es losgeht. Dann können sie schon mal die Leute evakuieren. Ein Vorteil, den wir in unserer, also quasi in der normalen Timeline, nicht hatten. Ich habe es geschafft und auch die letzte Aufzeichnung wiederhergestellt! Ja, ja, mach's nicht so spannend. Zeig mal her. Schluss jetzt! Oh je, Mine. Suboptimal. Los! Sag mal, haben die da gar keine Wachen stehen? So viele haben große Hoffnung in mich gesetzt. Dies ist meine letzte Chance. Seid unbesorgt, Prinzessin. An der Quelle der Weisheit bekommt ihr eure große Chance. Entschuldigt mich. Vater? Der Schiekerstein. Pura und den anderen. Unmöglich. Ja, da ist aber jemand früh dran. Gut. Rodania müsste denn eigentlich... Ist die Verheerung bereits? Es scheint fast so, als wären wir überrascht worden. Das sieht
nicht gut aus. Wenn schon Schloss Hyrule in den Händen der Verheerung ist. Uhu! Nein, ich hätte nie gedacht, dass die Verheerung so schnell über uns kommt. Tja, wer hätte das gedacht? Vater befindet sich doch immer im Thronsaal. Schnell, wir müssen ihn retten. Prinzessin, hier ist es viel zu gefährlich. Das darf doch... Link, beschütze die Prinzessin. Oh Mann. Ich meine, ein weiterer Unterschied ist, dass die Recken jetzt gar nicht da sind. Wir erinnern uns, in Breath of the Wild waren Zelda, Link und die Recken ja gerade auf dem Rückweg von der Quelle der Weisheit, als das losging. Diesmal sind sie alle getrennt. Also mag am Ende, dass wir davon wussten, wann es losgeht, eher ein Nachteil gewesen sein. Ist egal, vorbei. Ich kümmere mich darum. Und so, let's go. Gut gemacht, eine fantastische Leistung. Bin ich ganz zufrieden mit. Seht her, zurückgeschlagen. Mir scheint, als sind die Monster hier ein bisschen stärker. War das? Ich wollte gerade sagen, das reicht jetzt mal für den Angriff, dann sind unsere Symbole eh wieder weg. Beenden wir das Ganze mit einem Knall. Au. So, wird Zeit, ein bisschen Crowd Control zu betreiben. Und den Ball machen wir den Robin kaputt. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Jetzt seht ihr. Seht her. Der weiß gar nicht, was ihn hier trifft. Magnet. Das geht postwendend wieder zurück. Wir brauchen neue Segel. Dankeschön. Oh Gott, da sinkt die Frame Rate aber ganz schön. Wurden die Wächter von Ganon übernommen? Stasis kann ich!
verlieren die eh gleich. Nützen wir es, um die Wächter auseinanderzunehmen. Einmal Wächter auseinandernehmen, kommt sofort. Alter, die Framerate, ne? Das ist echt kein Spaß hier. Oh, ich denke, kann ich noch mal nehmen. Oh, unsere Symbole sind schon weg. Naja, machen wir das nochmal. Ist ja wenigstens Geschichte. Das ist Impa. Sie ist nicht nur die Beraterin, sondern auch eine formidable Kämpferin. Wo sagst du was? Nicht jeder kann einen Wächter so auseinandernehmen. Ich brauche noch ein Symbol, by the way. Irgendwo Vater sein. Oh, sie sind zu stark. Tja, der Wächter hat es jetzt nicht gerade einfach. Ich weiß doch nicht, was hier geschieht. Ich nehm's einfach mal so hin. Da schießt gleich was auf uns. Nee, ist aber nicht wahr. Wie gesagt, unsere, wenn unsere Siegel kurz davor sind, wegzugehen oder unsere Symbole, können wir auch gleich die Special machen, weil die mit allen Symbolen stärker ist, als wenn wir die einzeln machen. Irgendwie haben wir sie besiegt. Wisst ihr, wo mein Vater sich befindet? Der König konnte durch den Geheimgang kommen. Aber wir wurden getrennt. Los! Dann nehmen wir ebenfalls den Geheimgang. Ich bin sehr glücklich, dass es Vater gut geht. Juhu. Donner. Hinter dieser Wand? Ah. Im Schloss sind Monster und Wächter. Hier war doch was. Ich habe keine Zeit. Ach, war ja. Wir verlassen die Bibliothek Richtung Halle. Von dort aus gehen wir dann zum Haupttor. Haupttor ist nie eine gute Idee. Wir scheinen die Wächter noch nicht außer Kontrolle geraten zu sein. Lass uns gehen, bevor sie aktiviert werden. Dann wäre mal das Feuer. Ist gar kein Problem. Ein weiterer Wächter. Wir müssen ihn besiegen, um bereit zu kommen. Ich bin gleich eh wieder weg. Ich kümmere mich darum.
So, nimm das. So ein Wächter vernaschen wir doch. Gut gemacht. Eine fantastische Leistung. Moment, Kleiner, ich bin sofort für dich da. So, komm her, Spätzle. Hat er einfach zu uns mit dem Laser getroffen. Ist aber nicht nett von dem. Durch diese Tür dort, dann zur Halle. Beeilung! Hier irgendwo hoch, schätze ich. Alter, was wird das? Von dem ich hier bekomme? Ja. Das nehme ich mir doch gerne mit. Da, jetzt hoch. Perfekt. Ach. Schön wäre es gewesen, wenn wir das kaputt hätte machen können. War ja klar, dass da noch drunter ist. Okay, das hier ist nicht kaputtbar. Oh, hi! Die Wächter an der Anlegestelle haben sich aktiviert. Die Wächter sind aktiv. Wir müssen handeln, sonst greifen sie von beiden Seiten an. Impa, beruhige dich. Wir gehen vorsichtig weiter und sichern uns auch hinten nach hinten ab. Ich gehe gleich erstmal nur ihr Symbol holen, bevor wir reingehen. Da haben wir noch welche über. Auf geht's! Ja, noch Wächter. So, bevor du uns irgendwelchen Schaden anrichtest, richten wir dir Schaden an. Laser. Laser ist böse. So, tun. Ja, die nehme ich doch. Ich komme nicht weiter. Mein Fehler! Oh. Ich
willst du denn einsammeln? Komm, wir sind zu dir. Nein, dann Feuer haben wir nicht. Ne? Das war unglücklich. Nee, nee, Blitz. Hey, wartet auf mich, Leute! Geht doch nicht ohne mich! Also irgendwie messen wir uns ein bisschen stark durch dafür, dass das so ein Untergangsszenario sein soll. Ey! Mein Schmetterangriff! Tada! Ey, ist meine Spur. Will ich nur mal klarstellen. Oh, das ist ja Leune. Ah, dass ich dachte, unsere Flucht würde gelingen. Au. Au. Und. Boom. Das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Bombe. So. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Soll ich noch verzeihen? Schwierig. Weil wenn wir die so eine andere Säule hatten, können wir mit dem Wandspruch vielleicht schon springen. So, never mind. Das war, glaube ich, schon zu weit weg. Der Blitz hat mich getroffen. Und ich stehe in meiner... Die Symbole sind gleich weg. So. Verdammt, wir treffen ihn nicht. Das war ärgerlich. Oh, wir haben doch noch getroffen. Immerhin etwas. Puh, wir haben es geschafft. Noch
ein kleines Stück, dann sind wir draußen. Wir können uns nicht weiter darum kümmern. Wir müssen hier raus. So ganz zufällig entdeckt. Ich würde sagen, wenn es hier ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen hübscher, können wir auch hier eine klitzekleine Pause einlegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter der Verheerung entkommen. Können wir uns auch mal kurz heilen. Ja, da können wir uns auch mal kurz heilen. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin. Und ich verabschiede mich mal mit einem Ciao.